Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, und das ist der Startschuss jetzt zur einzigartigen 10-Euro-Überraschungsshow, liebe Zuschauer. Eine Schnäppchenjagd par excellence. Wir haben jeden einzelnen Artikel in den kommenden knapp 30 Minuten auf gerade mal 10 Euro für Sie heruntergesetzt. Und die nächste gute Nachricht, Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen und können sich da mal richtig ordentlich eindecken mit einem Schnäppchen nach dem nächsten. Ingo und ich, wir haben keine Ahnung, was kommt. Das wissen nur unsere beiden wunderschönen Mädels, Monika und Diana. Und die holen wir jetzt gerne mal für Sie dazu. Wir wissen nicht, was kommt, nur die Damen wissen, was kommt. Oh, Sie wollten eine Tische sitzen, aber ich habe gesagt nein. Heute du bist mit mir. den kenne ich sogar. Den das stimmt doch gar nicht. Ich muss. Den hat Ralf bei sich stehen, auf dem Schreibtisch hier. Den da? Ja, das stimmt. Das ist ein Tischventilator, der Ihnen eben im Sommer, wenn es richtig heiß ist, frische Luft um die Nase weht. Und das eben hier total sicher ist, also hier in diesem Gefäß drin. Sie können den auch verstellen in jede Richtung. Guck mal deine Haare. Das ist viel, viel offensichtlicher. Oh, ist das angenehm, kühl. Ja. Das ist der Grund für Ralfs Gelassenheit. Das ist ein Mini-Akku-Tischventilator aus Vollmetall übrigens. Wir reden hier nicht von einem Plastikheimer, wir reden hier von Vollmetall, den man in drei verschiedenen Stufen einstellen kann, je nachdem, wie viel Wind man braucht und wie Ingo das gerade schon gezeigt hat. Man kann den also in alle möglichen Richtungen drehen, 360 Grad neigbar und das mit einem doch relativ überschaubaren Platzverbrauch. Also wir reden hier gerade noch von 10 cm Durchmesser. So viel Platz braucht der gar nicht. Ja. Und bietet Ihnen trotzdem genau dann die Erfrischung, wenn Sie Erfrischung haben müssen oder haben wollen. Ja, und das kann man natürlich an jeder möglichen Stelle einsetzen. Ob das jetzt mal neben dem Computer ist, das kann man aber auch mal beim Kochen beispielsweise einsetzen. Auch mal abends auf dem Nachttisch, wenn es einfach zu heiß wird. Wenn die Luft im Schlafzimmer so steht, beim Grillen. Ne, beim Grillen hat man ja immer noch mal besonders viel Hitze. Ja, das ist richtig. Die ganze Kohle, Gas, das Grillgut. Ja. Da ist das natürlich super erleichternd, dann bei so einem frischen Windstoß. Ja. Und braucht kein Kabel dran. Ne? Kein bisschen. Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit haben Sie hier. Mit Akku läuft der, ne? Den können Sie natürlich auch jederzeit ganz einfach per USB-Dauerstrom betreiben. Wenn Sie ihn am Rechner betreiben, würde ich den ganz einfach an den freien USB-Steckplatz dran docken. Und wenn man vielleicht mal etwas länger als 3 Stunden den Wind genießen möchte, tut es natürlich auch mal eine Powerbank. Also der braucht nicht wirklich viel Strom. Das kann man also auch ohne weiteres mal beim Camping zum Beispiel, auch mal in einem Campingmobil oder in einem Zelt oder sowas ganz einfach einsetzen. Ganz tolles Teil. Was mich so begeistert, ist einfach die Tatsache, dass der aus Vollmetall ist. Trotzdem dabei schön leicht. Das stimmt, man kann sich auch gar nicht verletzen. Ich kann hier drüber fassen, ohne dass mir was passiert. Das finde ich gut, ja. Ja? Wiegt weniger als eine Getränkedose. Ja, und das stimmt. Klein, kompakt, aber super stabil, robust. Der ist richtig gut gemacht. Und der kostet heute nur 10 Euro. Ja. Weil Sie in der 10-Euro-Show sitzen, kriegen Sie ihn zu diesem speziellen Preis. Für die nächsten 2 Stunden. Alle unsere Preise gelten für 2 Stunden. Und das ist mal, also Ralf benutzt ihn jetzt schon, solange ich hier bin, also fast 2 Jahre. Der ist fast unkaputtbar, würde ich sagen. Der ist unkaputtbar, würde ich auch sagen. Und wie gesagt, keine Batterien, kein Kabel. Einfach mit Akku, USB aufladen und dann haben Sie bis zu 3 Stunden. Ja, das ist eine ganze Menge schon. Ja. Ne? Also finde ich schon spitzenklasse. Ja. Und vor allem gerade jetzt, wo doch der Sommer so langsam, aber sicher, ich drücke mich bewusst etwas vorsichtig aus, in die Gänge kommt. Und wir werden noch einige heiße Tage, einige heiße Nächte erleben. Greifen doch andere dann doch etwas tiefer in ihre Tasche. Ich behaupte mal, so einen Schnapper mal für 10 Euro mitzunehmen, ist eine echte Ansage. Die ZX9004. Und die 569, ZX9004 und die 569 für einen Saisonartikel, den Sie jetzt gerade aktuell in der 10-Euro-Überraschungsshow für gerade mal 10 Euro bekommen. Und Sie können sogar bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Ja, irre, dass wir so Saisonartikel da auch Hammer, hier oder? Drin haben. Ja. Ne? Also es ist da gehen andere immer mit Preis herauf, wir gehen mit dem Preis runter. Ja. Wirklich für jeden was dabei immer. Ne? Absolut. Also ich fand das Produkt schon mal ein super Start für unsere 10-Euro-Show. Ein sehr weniger Einstieg, ja. Ja. Oh, ich kriege eine Nachbarin. Hi. Danke, Moni. Hast du diesmal gewonnen bei der Verlosung, ja, während wir sitzen da? Oh. 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 Jetzt haben wir hier einen Hörverstärker, ach, oder? Ja. Ja. Oh. Ja, normalerweise das ist der kleine Ohrstecker. Hier, gib mal weiter. So. Das ist ja wohl ein Knaller wow. hier. Das ist ja genau das Richtige. Sein. Gerade jetzt so im Sommer, wo man also ganz gerne auch mal eine Tür oder mal ein Fenster auflässt, damit was frische Luft reinkommt. Wenn man dann so abends merkt, dass der Fernseher gefühlt immer lauter wird, ja, dass die Nachbarn schon denken, sie hören den Fernseher von ihnen lauter als den eigenen,
dann merkt man, dass man vielleicht mal etwas tun sollte, wenn es um das Hörvermögen geht. Nur jetzt dann direkt zum Akustiker zu rennen und dann gleich so ein teures Hörgerät zu kaufen, ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache, gerade im Moment nicht, wo gefühlt irgendwie alles teurer wird. Und insofern testet man ganz einfach mal einen solchen Hörverstärker. Das ist es ja hier, ne? Und der ist großartig hier. Den packst du dir mal eben rein, schwupp. Guck mal, der verschwindet schwupp. Fast vollständig im Ohr. Man sieht den gar nicht mehr. Oh, guck mal hier. Sieht man gar nicht. Der ist auch hautfarben. Also unglaublich. Wo ist das? Ah, hier. Und das ist eine ganz natürliche Sache, so wie mit Augenlicht lässt unser Hörvermögen in der... Im Alter, sagen wir beim Reiferwerden, lässt das ganz normal nach. Aber so ein Hörgerät ist natürlich immer eine Investition. Ja, die sind sehr teuer, das stimmt. Habe ich auch in meinem Familienkreis miterlebt. Und ich finde, das eine gute Alternative. Ja, vor allem, man kann es mal ausprobieren, ne? Ob das was für einen ist, ob das was bringt. Und Sie werden einen Unterschied merken. Also wenn Sie einen Unterschied merken, merken Sie den sofort. Mhm. Sie können plötzlich wieder an Unterhaltungen teilnehmen. Wie gesagt, den Fernseher nicht mehr so laut machen müssen. Das ist ja auch immer ärgerlich für den Partner und für die Nachbarn, wenn man den Fernseher so laut machen muss. Mhm. Also ganz, ganz cool hier. Und da kann man einen hier für 10 Euro bestellen oder zwei für 20 oder fünf für 50. Also das ist, ich lese hier übrigens gerade, dass der sich auch noch, dass der speziell jetzt auch noch für die Sprachfrequenzen optimiert ist. Aha. Das heißt gerade, das ist das, wo es natürlich am ärgerlichsten ist, wenn man sich unterhält. Ich weiß bei meiner Oma, was gibt's denn morgen zum Essen? Ich glaube, es ist 7:10. Warum? Mhm. Die hat also die Frage gar nicht so richtig verstanden. Und man unterhält sich mit solchen Leuten ja auch ganz anders schon. Ne? Dann schreit man die an und das ist... Ja. Das ist nicht schön. Und auch für denjenigen, den das eben betrifft, man fragt dann einmal nach. Ja, wie bitte? Ein zweites Mal vielleicht noch. Ja. Und dann nickt man eigentlich nur noch. Ja, also ein drittes Mal nachfragen ist dann mitunter, also auch schon mal auf Deutsch gesagt, peinlich. Ja, das macht man dann nicht unbedingt. Insofern zieht man sich eher zurück, nickt und lächelt dann immer ganz nett. Aber man kann eben an diesen Gesprächen vielleicht nicht mehr unbedingt so in diesem Maße teilnehmen, wie man es gerne tun möchte. Wie gesagt, es ist ein Hörgerät nicht für jedermann eine Sache. Ist natürlich auch immer mit horrenden Kosten verbunden. Was die Krankenkasse dazu sagt, kann ich Ihnen aktuell übrigens gar nicht sagen. Dann doch einfach mal mit so einem kleinen Steckerchen versucht. Kann man von der Lautstärke jederzeit ganz einfach einstellen, so wie man es haben möchte. Und wie gesagt, der verschwindet also ruckizucki im Ohr. Also damit muss man sich nur wirklich nicht schämen. Das fällt doch kaum auf hier, oder? Nee. Habt ihr was gesehen? Und wie gesagt, man muss sich nicht schämen, weil das ist was ganz, ganz, ganz Natürliches hier. Weil alle tragen zum Beispiel Brille, wenn sie sehen schlecht. Aber wenn sie hören schlecht, natürlich das auch eine Lösung. Ja. Super. NC4950 und die 569 ist die Bestellnummer. Und der Hubert aus Magdeburg schreibt, das Produkt hat keine Verkabelung und ist daher sehr unauffällig. Nach 10 Minuten merkt man es nicht mehr. Für wenig Geld sehr zu empfehlen. Und schauen Sie mal, so einfach ist das zu bedienen. Sie haben da den Ausschalter, der ist von außen ganz einfach zu erreichen. Ja. Und unten dann den Lautstärkeregler, je nachdem, wie doll Sie es verstärkt haben wollen. Es ist ein Hörverstärker für jedermann, einfach um das mal auszuprobieren. Und wenn das was für Sie ist, ist das Gold wert. Für rechts oder für links, Ganz genau. Probieren Sie es einfach mal aus. Ich glaube, für 10 Euro ist das definitiv mal eine Investition wert. Ja. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was als nächstes kommt. Ein großer Bitte Karton. Schön, Ingo. Vielen Dank, Moni. Bitte Vielen schön. Dank. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Oh ja. Na, das kann nun wirklich jeder brauchen. Oh, großartig. Hätte ich jetzt am Wochenende wieder gebrauchen können. Drei Tage unterwegs, überall was mitgenommen. Ich habe, glaube ich, eine komplette Runde mit alles. Das hört auch nicht auf hier. Ja, wir benutzen das immer, das stimmt. Also, letztes Mal, Moni war bei mir. Wir haben gegessen und dann Rest. Ich habe alles... Schon ich habe so eine Packung Erdnüsse mitgekriegt von dir, ne? Ja, stimmt. Ich habe so einen ganzen Turm mitgekriegt und musste so aus der Haustür rauslaufen mit dem ganzen Essen und den ganzen Boxen. Das also ich baue die mal auf hier. Es bleibt doch immer was übrig. Es bleibt doch wirklich immer was übrig. Ganz egal, ob du Nudeln kochst, ob du irgendwie was Spaghetti Bolognese, so der Klassiker. Ja, also meistens kocht man eh zu viel. Ja. Aber wie viel sind das denn? Das ist ja unglaublich. Lass mich gucken. Das ist ein 30-teiliges Set. 30 Schaltedosen Set. Basic. 15, ja. Basic. Also 15 Dosen und 15 entsprechende Deckel mit dabei. Und ich glaube, wir kennen alle das Phänomen, wenn du also diese teuren Kunststoffbehältnisse irgendwo mitgibst, die kriegst du nie wieder. 7 Euro, zahlen hier 10 Euro, 15 Stück. Das ist ja der Hammer, ne? Vor allem in unterschiedlichen Größen, das finde ich auch so klasse. Selbst wenn du mal irgendwie beim Kochen was übrig lässt, mal eine halbe Zwiebel oder irgendwie sowas, dann möchtest du die vielleicht nicht unbedingt in den Kühlschrank legen. A, schmeckt sie nach ein, zwei Tagen dann nicht mehr und B, müffelt sie den ganzen Kühlschrank voll. Das ist keine Disziplin auf dem Tisch. Es ist keine Disziplin. Ich wollte mal zeigen, unterm Sofa. Wie viele das sind. Guck dir das mal an. Das ist ja der Hammer hier. Dann beruhig dich. Bei dir sieht das anders aus. Gleich springen wir Diana an die Gurgel. Und für mich müssen sie jetzt noch nicht mehr. Will ich sehen.
Das ist guck mal, da kannst du. Das ist ja so irre. Schlimm, Ingo. Nein, jetzt, mach das nicht. Jetzt ist es soweit. Ich kriege jetzt. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, die würden alle ineinander. Babylonische Dosenstapelung. Ja, das ist so schlimm. Guck ja. mal. So. Das auch zum Beispiel, wenn das steht in der. Wir haben noch mehr hier, Diana. Ja. Das ist noch lange nicht alles, was hier auf dem Tisch steht. Wahnsinn. Ja, natürlich. Heute nicht. Legen wir noch 3 Dosen oben drauf. Heute kriegen Sie nicht 2 Dosen, nicht 3 Dosen. Sie kriegen 15 Dosen ja. mit Deckel. Hier. So. Und die Svenja aus Schwerin hat das auch schon erkannt. Ich kann dieses Produkt nur weiterempfehlen. Es ist praktisch. Du machst kaputt. Und überall und für alles zu gebrauchen. Na, das sieht man hier schon wieder ordentlich aus. Dann zeigt übrigens auch, dass man das Ganze hervorragend ineinander stapeln kann. Nimmt also auch bei Nichtgebrauch sehr wenig Platz im Schrank weg. Aber das brauchst du in jeder Küche. Das brauchst du immer und in jeder Küche sowas. Du brauchst es in jeder Küche, aber gerade was Diana gesagt hat, wenn man irgendwas gekocht hat und dann will jemand was mitnehmen, bei denen ist das nicht so schlimm, wenn mal einer weg ist. Die schließen absolut dicht und sind ja, fantastisch ja. hier. Gefrier- und Spülmaschinen geeignet übrigens auch noch. Ui. Ja, und BPA-frei, das heißt also keine, wie sagt man so schön, krebserregenden Stoffe. Ja, ja. So. Unglaublich, ein so. Riesen. Achso, Bestellnummer brauchen wir noch bitte. NX8337 und die 569. Wir haben einen Preisalarm. Das bedeutet, ein kleines Kontingent eines Produkts hat sich hier in diese Sendung verirrt, weil es normalerweise viel mehr Oha. Geld kostet. Für 10 das, Euro? Das bedeutet allerdings, dass Sie es nur einmal bestellen dürfen. Da könnte ich mich ja jetzt schon wieder in den Allerwertesten beißen, weil ich habe für ein vergleichbares Set knapp 20 bezahlt. Also ungefähr die doppelte das Summe. Das ist für ein Fahrrad im Allgemeinen. Du hast ein Rücklicht und ein Frontlicht. Oh, ist das hell. Guck mal hier. Ja. Aber mit Sicherheit in verschiedenen Stufen einstellbar. Das heißt, ein Fahrrad braucht Licht, und zwar nach vorne und nach hinten weg. Und das genau haben Sie jetzt hier. Einmal für hinten und einmal für vorne. Mit den passenden Halterungen kann man werkstattfrei ganz einfach überall dort anbringen, wo man es anbringen möchte. Und es ist hell genug, dass man sie im Dunkeln sehen kann, gerade im hinteren Teil. Schau mal hier, also wird die Spitzenklasse richtig schön hell gemacht. Mhm. Und eben hier vorne der Frontstrahler auch noch. Auch da wird man zum einen gesehen, schau mal, wie hell das ist. Ja. Und zum anderen leuchtet es hier natürlich auch mal super die Straße aus. Hast kein Dynamo und gar nichts. Das Ganze wird batteriebetrieben, gehe ich mal von aus. USB. Ja, das ist USB sogar? Ja, mit Akku. Das heißt, du kannst es ganz normal an jedem, das ist cool. An jedem USB-Netzteil laden. Guck mal, wie hell. Und dann hast du hier ein Licht. Und zwar 6 Stunden Laufzeit tatsächlich. 6 Stunden? Das ist natürlich eine ganze Menge. Ne? Da kannst du 6 Stunden... Da bin ich fertig mit der Welt. 6 Stunden Fahrrad fahren, da bin ich fertig. 6 Stunden durch die Nacht. Dankeschön. Da ist im Sommer schon fast wieder hell. Was? Da ist im Sommer schon fast wieder hell. Ja. Ja, ey, zack. Ich bin beeindruckt, ich bin wirklich beeindruckt. Und ich habe ein vergleichbares Set und ich stehe drauf. Ich finde das großartig. Ja. Mal eben kurz aufs Knöpfchen drücken, kein Dynamo und gar nichts. Ja, ist trotzdem eine vernünftige Beleuchtung. Empfehle ich Ihnen übrigens auch tagsüber. Ja, auch für einen Radfahrer, ja. Da wird man gerne mal übersehen oder unterschätzt, wie auch immer. Und ich fahre selten Fahrrad. Wenn ich es tue, sehe ich immer den Unterschied zum Autofahrer. Da hat man ganz einfach mal eine Chance, A, gesehen zu werden und B, Welche? Natürlich auch hier mit dieser Beleuchtung super unterwegs zu sein. Nein, auch hell, wenn du als Autofahrer unterwegs bist, es gibt so viele Radfahrer, die kein Licht haben. Das ist erschreckend, das sind echt so viele. Ja, ja, das ist lebensgefährlich und man fragt sich echt immer, warum haben die kein Licht? Ich meine, für 10 Euro können sie dieses Licht nachrüsten, es ist super hell, ganz einfach anzubringen, werkzeuglos und damit sind sie sicher unterwegs. Nicht nur, dass sie sehen können, das ist also natürlich auch ein Riesenvorteil, vor allem, dass sie gesehen werden. Das ist der große Vorteil. Das lässt sich prima am Fahrrad anbringen hier. Ganz, ganz einfach. Die Halterung machen Sie einmal fest und dann stecken die einfach drauf. Und wenn Sie dann irgendwo hingehen, die sind ja auch sehr klein, packen Sie einfach in die Tasche, damit die nicht geklaut werden. Und sind auch genauso einfach zu laden natürlich. Also ich finde das auch toll, weil normalerweise, wenn so ein Fahrrad nicht geht, dann ist immer das Kabel oder irgendeine Birne oder Dynamo, der bremst einen dann auch immer noch, egal ob das ein Nabendynamo ist oder wie früher noch am Rad, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, ne? Was leuchtest du denn da, Carsten? Ich spiele damit deine Brusttasche. Meine Brusttasche, ja, die würden da reinpassen, ne? Aber locker, locker. Guck mal hier, sogar bei dem hellen Licht. Das ist der Hammer, oder? Ich also bin schwer beeindruckt. Aber daran sieht man mal wieder, was man mit LEDs so alles machen kann. Ja, hier, da passt es natürlich auch rein. Moment, Mutter. Ich habe es doppelte bezahlt. Ich habe es doppelte bezahlt. Und das bei einem Discounter im Angebot. Da lagen die für knapp 20 Euro. Jetzt haben sie hier für 10.
So, und vor allem kannst du schauen mal hier übrigens bei pearl.de kosten sie auch 20, was ja schon ein Riesenpreis ist. Aber jetzt im Preisalarm nur 10 Euro. Die Bestellnummer ist die NX1470 und die 569. Können Sie leider nur einmal bestellen, weil es ein Preisalarm ist. Aber wenn Sie kein Licht haben, ist das eine super Sache hier, weil Sie damit gesehen werden. Das war der Preisalarm, ja. Preisalarm ist immer ein ganz besonderes Problem. Das ist jetzt also wirklich toll. Wie gesagt, gerade jetzt zur Radfahrsaison. Schaffen Sie ein vernünftiges Licht an. Ja. Sehen und gesehen werden. Und das meine ich im Sicherheitssinne, ja, nicht im Sinne der gesellschaftlichen Ordnung. So. Wahnsinn, wie hell das war. Hast du das gesehen? Krass. Ja. Irre, ne? Ja. Also das kannst du nicht übersehen. Danke sehr. Dank. Dankeschön. So, jetzt haben wir. Helm. Oh ja, oh. Ich hab schon die ersten Attacken hinter mir übrigens. Echt? Aha. Ja. Oh ja, ja. Diana auch. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. So viel, ich habe kein stehendes Gewässer. Schon, ich würde auch schon gebissen. Wo wurdest du denn gebissen, Diana? Wo denn? Wo, überall. Überall. Wie unangenehm. Hochwirksamer UV-Insektenvernichter ist das. So, mit 4 UVA-Stabröhren. Quatsch, mit einer UVA-Stabröhre. Mit 4 Watt Leistung. Ja. Ja, sehr handlich und grifffest. Okay, guck mal. Da. Ja, die wissen, was gut ist. Das war lecker. Das war lecker, glaube ich auch. Guck mal, hier kann man sehen, das blaue Licht, was hier drin ist. Ich habe es noch eben in die Steckdose gesteckt. Wäre ich eine Mücke, fände ich das jetzt großartig, ja? Ja. Ja, aber es ist so. Insekten werden davon angezogen. Ja. Und dann fliegen die hier rein, das ist absolut sicher, ich kann da also nicht reinfassen, von diesem blauen Licht, was eben auch sehr dezent nachts ist. Und dann fliegen die da rein und werden ohne Chemie eliminiert. Die werden dann elektrisiert und dann können sie die einfach wieder rausholen und haben dadurch eine ruhige Nacht. Es ist wirklich furchtbar, nachts irgendwo einschlafen zu müssen und man hat immer dieses Zzzz, was da im Zimmer irgendwo ist und dann kann man nicht einschlafen. Das stimmt. Ja. Also oder hinhängen kann man es auch. Schauen Sie mal, hier oben ist noch so ein Ring dran. Mhm. Und kennt ihr noch diese Klebchen, die man sich immer überall hingehangen hat? Von der Decke und diese Insektenfänger. Ja, ich weiß gar nicht, ob die gegen Mücken wirklich sinnvoll sind. Gegen Fliegen oder sowas mag das ja noch helfen. Aber gegen Mücken, die Biester, die sind ja so gemein. Ja. Man legt sich hin, macht das Licht aus und denkt, ich habe alles erwischt, trage Fenster zu gehabt, super, großartig. Und kurz vorm Einschlafen, wenn so dieses Kribbeln im Bauch kommt. Ich bekomme... So. Nee, aber diese Fliegenpapiere, die hingen bei meiner Oma wirklich original immer über dem Herd. Das war ein Anblick, also war wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ja. Die sind ja nicht reingefallen ins Essen, dadurch, deswegen hingen sie ja da drüber. Ne? Bitte bei deutschen Teilen keine Wunder erwarten. Ja? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie es anmachen und jede Mücke sagt, juhu, rein da. Das dauert einen kleinen Moment, aber ich sag mal, das reicht für Räumlichkeiten, ich guck mal gerade, bis ca. 20 Quadratmeter. Wenn es 25 sind, ist auch nicht schlimm, dann dauert es 2 Minuten länger. Aber früher oder später wird eine Mücke dieser Versuchung erliegen und sagen, da möchte ich jetzt hin, dieses Licht ist großartig. Und das bedeutet für sie eine ruhige Nacht. Haben wir mit der NC8530 und der 569, NC8530 und die 569. Für 10 Euro. Lieber jetzt mal 1-2 Stück mehr bestellt. Eins ins Wohnzimmer, eins ins Schlafzimmer, eins ins Kinderzimmer. Kinder sind willkommene Opfer. Wichtig, ja. Und dann hast du mal, Ruhe. Ich habe früher immer, bis ich Schorf hatte. Ich kratze die auf. Ja. Ich kann Schmerz besser ertragen als diesen Juckreiz. Ja, ich bin inzwischen, ich weiß nicht, die fühlt sich immer zu anderen Leuten hingezogen, nicht so zu mir. Ja. Aber wenn nachts eine so eine Mücke im Zimmer ist, ist es trotzdem Strafe. Ich habe schon ein paar Jagdszenen in Holzminden gehabt. Ja. Ja. Und auch schon einige Flecken von der Wand weggeputzt. Ja. Aber ehrlich zu sein, das ist das Lieblingsprodukt von Ingold. Was ist das hier? Dann tauschen wir jetzt. Dann tauschen wir jetzt. Ich habe einen lila Karton, wie schön. Das ist Magenta. Das stimmt wohl. Das war in einer ersten Sendung hier, hatte ich diesen Kopfhörer. Durfte den vorführen und war so begeistert, dass ich mir den gleich bestellt habe. Ich habe den jetzt über 1,5 Jahre. Der klingt immer noch toll. Ingo war ein Opfer seiner eigenen Werbung. Ich war ein Opfer meiner... kein Opfer. Ein Benefiziator, oder wie das heißt? Also ein Begünstigter. Ein Begünstigter, ganz genau. Ja. Das ist ein Kopfhörer, der kann wirklich alles. Er klingt super, weil er richtige Lautsprecher hat. Ich hasse das mit diesen Knöpfen im Ohr. Super gepolstert, auch oben. Und der
kann, der passt auf jeden Kopf, weil er auch noch höhenverstellbar ist. Ist also ein Kopfhörer, der mit Kabel funktioniert, ist ein Kopfhörer, der mit Bluetooth funktioniert, hat ein Mikrofon drin, das heißt, mit dem kann man auch noch freisprechen. Er hat ein Radio drin, er hat einen MP3-Spieler drin, weil man hier eine Micro-SD-Karte reinstecken kann. Also ich wüsste nicht, was dieser Kopfhörer nicht kann. Ist super schick und klingt fantastisch. Also das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, würde bei mir persönlich für 70, 80 Euro reichen. Wahnsinn, den kriegen wir heute für 10 Euro. Das ist Spitzenklasse, dann noch Bluetooth-fähig und so weiter. Ja. Man kennt das häufig beim Sport. Ja, da sehe ich sie immer wieder auf dem Crosstrainer, auf dem Stepper und so weiter stehen. Ingor? Ja? Hörst du mich? Hallo? Aber wir sehen euch, ja? Nein, das ist natürlich auch... Hört uns nicht, aber wir sehen euch. Schirmt so die Geräusche von außen auch ab, weil es eben genau über die Ohren rüber geht. Ich finde ihn einfach fantastisch. Ein absolut klasse Kopfhörer, der alles kann. Sogar telefonieren ja. Können Sie damit. MP3-Spieler, Radio, mit Kabel, ohne Kabel, Bluetooth, an Ihr Handy anschließen, an Ihre Stereoanlage anschließen. Es ist einfach ein fantastischer Kopfhörer. Und der kostet nur 10 Euro. Wenn man sich überlegt, was so ein Markengerät mitunter kostet, so ein blöder Kopfhörer, da bist du bei 120 ja. bis 150 Euro, wenn du damit mittlerweile hinkommst, auch die Dinger sind ja teurer geworden, ja. da ist so ein 10-Euro-Kopfhörer großartig, den werden Sie zu Hause immer wieder verwenden und das weiß auch der Niklas aus Wien, liebe Grüße nach Österreich. Tolle Ware, guter Klang, einfache Bedienung, sehr zu empfehlen und ich kann diesen Kopfhörer nur empfehlen, schreibt uns die Caro aus Quedlinburg, für diejenigen, die gerne ihre eigene Musik beim Haushalt, beim Sport und so weiter hören möchten. Ja. Hat sie recht mit. Klangerlebnis ist fantastisch, 170 Gramm ist so viel wie eine Scheibe Toast mit Wurst morgens beim Frühstück, also nix. Spitzenklasse und das für gerade mal 10 Euro, die ZX1829 und die 569, ZX1829 und die 569. Und sieht auch noch sehr schick aus. Finde ne? ich auch. Also ich, auch. Ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, die haben gesagt, beim Sport kann man den auch sehr gut tragen, weil er halt richtig fest auf dem Kopf drauf sitzt und nicht diese Knöpfe, die man sich ins Ohr steckt, haben teilweise einen tollen, tollen Klang. Aber sie haben eben nicht den Klang von einem richtigen Lautsprecher und der ist hier eingebaut. Bietet so viel Komfort, dieser Kopfhörer, und klingt halt noch dazu toll. Mhm. Also ich bin absolut begeistert, nach wie vor. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, Sie dürfen ihn auch bis zu 5-mal bestellen. Ich wüsste nicht, wer sich nicht über so einen Kopfhörer freuen würde, ob das ja. abends zum Fernsehen ist, egal was, du kannst ihn ja für alles benutzen. Ja. Fantastisch. Cool, das hat mit dem Radio drin, mit allem. Ein Radio ist drin, ja. Für 10 Euro. Ja, für 10 Euro. Unfassbar. So. Wir machen weiter. Diana hatte recht, das war ein Produkt für mich. Bitte schön. Vielen Dank, Moni. Endlich bekommst du Paket. Jetzt ein Produkt für dich, Karsten. Sehr leichtes Paket. Ja, und grün. Grün? Grün. Grün? Auf die Tja, Bühne. Carsten, was ist das? Ich hätte es auch nicht erkannt. Ich lese es mal vor. Moment. Ich rate, das ist eine Halterung, beziehungsweise das setzt man in den Kofferraum, wenn man irgendetwas, ganz genau. wenn man irgendetwas hat, was sich nicht verschieben soll. Und man kann das sogar Lego. Miteinander verbinden hier, oder kann man das? Carsten! So, drei Stück sind das? Das sind drei Stück, eine Kofferraum-Gepäckfixierung aus Schaumstoff mit Klett. Und durch das Klett hält das eben ganz automatisch am Boden Ihres Kofferraums, oder egal wo Sie es ranmachen. Und dann rutscht da nichts mehr hin und her. Ich hasse das, so eine Einkaufstasche, ne? Das lässt sich. Die fällt immer hin und her. Und du hast die Joghurt so sorgsam nach oben sortiert und das ist das Erste, was umkippt. Und das Erste, was umgibt und eine Riesensauerei macht. Ne? Ja, und die Sauerei, die kriegst du nicht mehr aus dem Kofferraum raus. Hält aber wirklich fast überall, also auch im Fahrzeug selber, finde ich, auch mal hinter den Sitzen und kann so weiter. Kann ich dir helfen? Man kann dich auch zusammen machen, nein, oder nicht? Nein, Schatz, guck mal. Nein? Also unglaublich praktisch. Und ich hätte es jetzt nicht so gewusst von Anfang an. Gut. Aber das ist ja echt mal was Geniales. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Okay, ich dachte, ich bin clever. Also ich dachte, diese... Gib mir. Jetzt bleibt alles an seinem Platz, ob Einkäufe, Picknickausrüstung oder Reisegepäck. Zack. Das ist ja wirklich ätzend, wenn du irgendwie so eine Kiste im Kofferraum hast mit Altglas oder sowas. Willst du 3 Tage zum Container fahren, du merkst es eigentlich immer erst dann, wenn du in die Kurve fährst. Ja, stimmt. Ja, vor allem du hörst es. Denkst du, dass irgendwas was jetzt passiert? Ja. Die Kiste nicht festgemacht. Wenn du Glück hast, guck mal. Ja. Jetzt hier. Ah. Hoppala. Guck mal hier. So, der.
Ach, wir simulieren das. Guck mal hier. Kannst du dich reinsetzen? Ja. Super. Guck mal, ich fahre. Das ist eine Simulation von Dianas Fahrstil. Ja, stimmt. Das ist bei mir immer. Mit 7G vom Parkplatz runter. Ich bin Diana Schumacher, ja. Ja. Also diese tolle Kofferraumfixierung, cool. Die kannst du übrigens auch bis zu 5-mal bestellen. Hat die Bestellnummer NX9401 und die 569. NX9401 und die 569. Bis zu 5-mal bestellen. Ich finde das wahnsinnig praktisch. Wir haben so praktische Sachen bei uns hier, wo man überhaupt nicht drauf kommt. Aber das ist echt genial, muss ich sagen. Auch so Getränkekisten, ne? Getränkekisten, die rutschen auch immer hin und her, machen einen Höllenlärm. Das ist so ein Sixpack Wasser, der knallt dir von einer Ecke des Kofferraums in den anderen rein. Genau. Die kannst du jetzt damit fixieren, weil man die sehr schön eng beieinander stecken kann. Noch nicht mal stecken, ganz einfach per Klett drauf hält. Und nur 10 Euro für das dreiteilige Set. Haben sie ewig was von. Ja. Das sind so die kleinen Helferlein für den Alltag, die man hervorragend gebrauchen kann. Ja. Beim nächsten Einkauf, und wenn Sie uns heute nicht zugreifen, beim nächsten Einkauf denken Sie an uns. Und denken, hätte ich doch. Bitteschön. Dankeschön. Willst du mal auspacken? Schön, ja. Du weißt natürlich, was es ist. Golfbälle. Golfbälle? Nicht so ganz. Das sieht doch viel schöner Deko aus. Ja, so ein gefährlichster für Fensterscheiben, habe ich gehört. Aber nicht diese. Ja? Die sind aber schön. Schöne Grüße an unseren Chef. Ja. Also, es sind LED-Deko-Leuchten. Aus echtem Keramik. Ja? Die geben einen schönen Leuchtkegel ab. Dadurch, dass sie eben diese Golfball-Dimples passen, also normalerweise diese kleinen Löcherchen drin haben, gibt das ein sehr, sehr schönes Muster. Ein sehr filigranes Muster. Guck mal hier, da siehst du, wie die Strahlen da rausgehen und eben so ein Muster machen, wenn die gegen eine Wand oder gegen den Boden gehen. Sehr, sehr elegant hier eben. Aus Keramik, die halten auch was aus. Richtig, richtig klasse. Richtig klasse hier, diese beiden. Das ist wohlgemerkt, wurde als ein Zweierset, bevor ich das vergesse. Ein Zweierset. Sie kriegen 2 Stück davon für gerade mal 10 Euro. Sehr, sehr schön gemacht. Romantische, warmweiße LEDs. Die so richtig schön in die Umgebung abstrahlen. Ja. Ja. Sehr cool gemacht. Also sehr, richtig sehr schön. Klasse. Auch jetzt schön hell, ne? 2 Knopfzellen halten ewig, braucht da nichts, die LED-Beleuchtung. Aha. 83, also gut 8 cm vom Durchmesser her. Haben eine perfekte Größe, finde ich. Und weißt du, wo ich die schön finde? Ich glaube, bei dir auf dem Balkon, so auf dem Balkon-Sims. Wow, schaut euch mal das Muster an. Ja. Ja. Wow. Das Hammer, ist natürlich der Hammer. Ja. Das traut man so einer kleinen Beleuchtung überhaupt nicht zu, was da rauskommt. Ne? Mhm. Ja. Sehr cool. Auch für den Innenbereich. Eine rechts, eine links, auf so ein Zeitboard beispielsweise. Hast du immer eine schöne indirekte Beleuchtung. Oder im Badezimmer beim Bad. Oh ja, auch nimmt, schön. Ne? Auch ja, schön. Ja. Ist ein schönes Warmweiß. Ist eine schöne, angenehme Farbe hier. Oder wie ein Nachttisch. Oder ein Nachttisch, ganz genau. Die leuchten ja ewig hier, weil das eben diese LED-Lampen sind. Die brauchen ja wirklich kaum Strom. Ja. Und dann hat man hier sein Zimmer oder wo immer man das hin. Schauen Sie mal, wie schön das reflektiert. Perfekt illuminiert, richtig schönes Licht ist das, was Sie bei sich zu Hause gegen die Wand projizieren können. Richtig klasse, diese Lampen. Und das ist das Zweier-Set. Sie kriegen 2 davon für 10 Euro, können bis zu 5-mal bestellen. Also können Sie 10 Stück davon bestellen. Freunde, wir müssen mal nach Stadt Bergen fahren. Da wohnt nämlich die Katrin. Mhm. Und die Katrin sagt uns, sie stehen bei mir im Wellness-Studio, machen schöne Lichtreflexe an der Wand. Ja, das ist aber auch Wellness sowas, ne? Ja, absolut. Weil es ist sowas, wo man sich drin verlieren kann, wenn so dieses unendliche Muster da an der Wand ist. Und damit hat man dann eben diesen Wohlfühleffekt. Also rein das Angucken, es macht schon Spaß hier. Ja, ja. Hast du 2 davon, hast du 2 mal unendlich. Ist auch cool. Ja, ja. Super, ne? Ja. Und wie gesagt, sehr robust hier. Echtes Keramik, großartig. Echtes Keramik. Ja, sehr schön. 2er-Set wohlgemerkt mit der NC6939 und der 569. 2 Stück für gerade mal 10 Euro, NC6939. Und der 569. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir sind jetzt schon am Ende unserer 10 Euro Überraschungsshow. Bleiben Sie einfach bei uns. Direkt im Anschluss geht's weiter mit Top-Angeboten. Viel Spaß.